Ja, hallo, da ist heute wieder der Rudi Strehle. Wenn du dir Grenzen suchst, dann gehören dir auch diese Grenzen. Heute hatte ich Seminartag. Und in meinem Seminar mache ich das immer so, dass ich in den Pausen die Menschen interviewe, die in meinem Seminar sind. Und heute hatte ich insgesamt 6 Interviews. Und die waren alle total spannend. Immer wieder habe ich das Potenzial der Menschen angesprochen, ganz bewusst. Und zwar geht es darum, dass man sich vor anderen Leuten reden traut. Man muss wissen, viele Menschen sterben lieber, als dass sie vor anderen Menschen sprechen. Und in dem Fall war es so, eine junge Frau hat gemeint, sie sei nicht eloquent genug. Das heißt, dass sie sich redemäßig gut ausdrücken kann. Und dann sage ich, ja, da haben Sie recht. Sie sagen es ja. Ich bestätige die Leute immer in ihren Grenzen. Das ist eine ganz bewusste Taktik von mir, weil nur so bringe ich sie zum Denken. Ich sage ihnen immer, ja, sie haben es gesagt. Und dann ist es meistens so, dass denen ein Licht aufgeht, dass sie sich selbst die Grenzen setzen. Dann sage ich, sie haben das Potenzial und sie werden nach der nächsten Stunde ein bisschen mehr wissen, wo ihre Angst herkommt. Und wenn die Menschen wissen, woher Angst kommt, ist die Angst ja viel, viel leichter aufzulösen, wenn es einem jemand genau erklärt, wo diese Urangst, und das ist eine Urangst, herkommt. Beim Sprechen ist es so, das ist in unseren Genen drin. Denn in Wahrheit sollte es ja gar nicht heißen Lampenfieber, sondern in Wahrheit soll es heißen Rudelfieber. Wieso Rudel? Ja, relativ einfach. In den früheren Zeiten, Steinzeit, Neandertaler und so weiter zurück, war es so, dass die Menschen sehr oft in Rudeln unterwegs waren. Und wenn die einen Einzelnen getroffen haben und der hat, weil damals konnten die Menschen noch nicht sprechen, einen falschen Ton von sich gegeben, dann wurde der wirklich erschlagen. Und wenn man heute weiß, ich stehe vor einer großen Menge von Leuten, vor zivilisierten Menschen und es kann mir nichts passieren, dann ist es ja viel, viel leichter. Von diesen 6 Menschen war nur eine einzige junge Dame dabei, bei der haben die Augen geglitzert, die hat sich gefreut auf das Sprechen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese junge Dame irgendwann einmal auch den Beruf eines Lehrenden ausübt. Ich freue mich schon heute auf meine morgige Sendung. Bis bald.